Ja, willkommen zurück bei Phänomenale. Da geht es heute um ein ganz besonderes Thema. Und zwar findet am 7. und 8. Mai das Stadtteilfest und Stadtfest dort Bund statt. Und ich habe jetzt die beiden Organisatoren hier stehen. Ulrich Sierow, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, und Thorsten Schild von der Fanabteilung. Wir starten mal direkt, Herr Sierow. Was ist dort Bund? Was steckt dahinter? Ja, Dortmund ist eine unglaublich vielfältige Stadt. Sie ist bunt, sie ist aus vielen Nationen geprägt, und deshalb war aus dem Kulturbereich die Idee, das mal zu präsentieren und zu zeigen, dass Dortmund bunt ist, statt braun, wie das einige meinen, mitteilen zu müssen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass es zu diesem Stadtfest jetzt kommt und vor allen Dingen, dass ganz, ganz viele Institutionen, ganz viele Menschen mitmachen. Wir sind, muss ich sagen, regelrecht überwältigt von der Bereitschaft, sich da einzubringen, zu engagieren. Und auch zu zeigen, was diese Stadt ausmacht, nämlich eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, eine Vielfalt von verschiedenen Nationen, aber auch aus dem kirchlichen Bereich, aus dem gewerkschaftlichen Bereich, vom Theater, von den Hochschulen, aus Sportvereinen, unglaublich viele Menschen, die sagen, oh, da machen wir mit. Und wir haben jetzt ein unglaublich umfangreiches Programm und die Innenstadt ist rappelvoll. Was können die Dortmunder dort erleben, wenn sie dort hingehen? Was wird dort angeboten? Es gibt eine Vielzahl von Bühnen, wo ein Kulturprogramm ist, natürlich mit viel Gesang. Viele berühmte Dortmunder Berühmtheiten sind da. Wir haben Gäste, aber auch von anderswo, beispielsweise die Aktion Kinderlachen hat den Marc Marschall engagiert, das ist der Sohn von Toni Marschall. Und der macht richtig Stimmung, der Junge, den haben wir schon ein paar Mal erlebt. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, sich zu informieren über das, was die einzelnen Beteiligten da auch präsentieren. Es gibt Theater, es gibt Aktionen für die Kinder, Fabilo, die städtische Einrichtung für die Kinder macht mit. Es gibt ganz vielen Angeboten auch dabei, sodass für die Kleinsten auch gesorgt ist. Es sind ganz viele Schulen dabei, die über ihre Arbeit informieren. Also man hat da die Möglichkeit, eine richtig gute Mischung zu bekommen aus einer Informationsmöglichkeit, aber natürlich auch so ein bisschen Kulturprogramm. Und ich bin auch sehr froh, dass die Fan- und Förderabteilung vom BVB auch macht, weil wir arbeiten in vielen Bereichen sehr gut immer zusammen. Ich finde das Engagement herausragend gut. Bin deshalb auch Mitglied der Fan- und Förderabteilung geworden vor einiger Zeit. Und ich muss sagen, da kann man als Verein, aber auch als Oberbürgermeister stolz sein, sowas bei sich in der Stadt zu haben und zu sehen, wie sich die Menschen engagieren. Wir haben jetzt unsere Bühne angesprochen. Dann gehe ich mal direkt zu Thorsten. Thorsten, was können die Fans vor unserer Bühne erleben? Was wird dort geboten? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, danke für die tolle Organisation von der Stadt. Also das hat im Vorfeld hervorragend geklappt. Wir haben das Glück, einen ganz tollen Platz zu haben. Am Alten Markt, Betenstraße, werden wir eine schwarz-gelbe Bühne haben, gemeinsam mit schwarz-gelb.de, mit den Fanbetreuern, mit dem Fanprojekt. Und wir werden da natürlich schwarz-gelbe Musik, zum Beispiel der Wolf ist da, der Mori, und auch ein bisschen in Richtung Schlager, André Wörmann wird da sein. Und wir werden natürlich auch ein paar Diskussionen geben. Vorstellen, was der BVB ausmacht, dass er halt vielfältig und bunt ist. Also rundum gelungenes Programm. Wir haben gleich nochmal die Gelegenheit, ein wenig über Dortmund zu sprechen. Bis dahin gehen wir nochmal kurz in die Musik. Bis gleich. So, da sind wir zurück mit dem zweiten Teil unseres Interviews zum Thema Dortmund, und da schließt sich natürlich sofort die Frage an eine Stadt in Dortmund. Wir haben gerade schon sehr viel darüber diskutiert, warum es so wichtig ist, aber der konkrete Grund, warum es so wichtig ist, der ist noch nicht ganz rausgekommen. Ja gut, ich habe ja schon gesagt, wir sind eine vielfältige Stadt und wir sind nach draußen immer wieder auch in den Medien dargestellt worden, als seien wir hier ein Ort, wo die Neonazis tun und lassen können, was sie wollen. Und da haben viele Leute gesagt, da zeigen wir mal, was wir eigentlich sind und dass wir hier überhaupt gar nichts zu sagen haben und auch keine Bedeutung haben. Und das ist genau das Signal, was von Dortmund jetzt auch ausgeht, weil so viele mitmachen und die eben sagen, okay, wir sind eine offene Stadt, eine tolerante Stadt, wir sind eine sehr vielfältige Stadt, und das wollen wir bei der Gelegenheit zeigen und als Nachricht sozusagen in die Welt schicken. Und wie gesagt, das funktioniert sehr gut, weil ganz, ganz viele mitmachen und weil wir auch ein wirklich tolles Programm haben, und wir haben schon sehr viele Anfragen auch von den Medien, darüber zu berichten, und insofern scheint das sehr gut zu funktionieren, dann auch entsprechend diese Botschaft nach draußen zu schicken. Thorsten, direkt an dich die Frage, so ein Fest, das zieht natürlich auch natürlich ganz viele BVB-Fans hin. Was kann denn der BVB-Fan da erwarten? Kann er auch die Mannschaft vor Ort sehen, oder steht das noch aus? Also unsere Zielsetzung war es, dass wirklich jeder BVB-Fan irgendwas geboten bekommt, von kleinen
ist ganz groß und wir haben da was im Bereich Bodendiskussion, Musik und bezüglich der Mannschaft, lasst euch überraschen, aber ich bin da sehr positiv optimistisch. Okay, wieso war es denn für die Fanabteilung eigentlich so wichtig, sich da zu engagieren bei so einem Fest? Ganz klar, es ist ein interkulturelles, buntes Stadtfest und das sind eigentlich die Werte, wofür Borussia Dortmund und die Fanabteilung auch stehen. Vielfältigkeit und Toleranz und das passt hervorragend ineinander und da greifen die Zahnräder zusammen und das passt einfach und da müssen wir dann auch in der Stadt sein. Ich denke, wenn es eines der größten Feste seit Jahren in Dortmund ist, dann müssen wir hin, dann müssen wir dabei sein. Und noch dazu steht die Fanabteilung natürlich für dieselben Werte, wie dieses Fest auch widerspiegelt. Herr Sierau, nochmal die abschließende Frage. Soll das eine Veranstaltungsreihe werden oder bleibt es bei einer einmaligen Geschichte? Ja, wir haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal schauen, wie das funktioniert. Aber Thorsten hat schon gesagt, die Zusammenarbeit ist wunderbar. Also das hat im Vorfeld jetzt reibungslos geklappt. Bis hin zum Sicherheitskonzept sind die Sachen durchsortiert. Und jetzt hoffen wir natürlich auf gutes Wetter. Und wenn das dann gut funktioniert, dann machen wir das immer wieder. Und wir haben gerade schon besprochen, das ist ja wahrscheinlich dann immer Anfang Mai. Und eines Tages fällt das bestimmt mit der informellen Meisterfeier von Borussia Dortmund zusammen. Also wir machen das jetzt immer weiter. Eines Tages vielleicht schon im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, wer weiß. Wir wollen ja nichts abschreiben, was noch nicht entschieden ist. Vielen Dank erstmal an euch beide für das kurze Interview. Und ja, wir sehen uns gleich nach einer kurzen Musik nochmal wieder mit den wichtigsten Terminen für die nächsten Wochen.